Ich habe, glaube ich, ziemlich viel geheult an dem Tag. Das Happy End eines unglaublichen Fußballabends im Dezember 2011. Der BVB zieht beim Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ins Pokalviertelfinale ein, nach Elfmeterschießen. Das Spiel des Lebens für einen, der fast alles davon verpasst hat. Ich war ja zu dem Zeitpunkt durch Jürgen ummodelliert worden vom Rechtsverteidiger und Mittelfeldspieler und was ich vorher alles gespielt habe, zum jetzt Innenverteidiger und durfte dann diese Rolle erstmals ausfüllen. Und dementsprechend, ich habe mich zwar super gefühlt, aber so gut vorbereitet war ich anscheinend nicht, wie ich dachte. Wo sich der, ich glaube, Bröker hieß er, der Stürmer um mich rum dreht und mich dabei festhält, dann löst er sich, will weg und ich halte ihn ein bisschen fest. Ist nicht viel passiert, er wäre auch nicht weg gewesen. Insofern gab es relativ schnell diese gelbe Karte, ohne vorher irgendwie eine Ermahnung zu haben. Da fand ich mich sehr, sehr negativ behandelt. Und da habe ich mich einfach ein bisschen verschätzt im Timing und kam ein bisschen zu spät gegen Sascha Rösler war es, glaube ich. Der dann natürlich in bester Neymar-Manier da noch bis zur Eckfahne weitergerollt ist. Ja, im ersten Moment habe ich natürlich schon einen Herzinfarkt bekommen, aber ich sag mal, Ovo wollte einfach schnell in die Kabine rein. Ja, Ovo hat natürlich mit dieser gelb-roten Karte und das schon so früh uns einen riesen Bärendienst erwiesen. Er hat in diesem Spiel ja Innenverteidiger spielen müssen. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass Jürgen ihn dann auf diese Innenverteidigerposition auch gestellt hat. Er hat sich auch extrem geärgert. Ich glaube, nach dem Spiel musste auch erstmal der Schreiner anrücken in der Kabine. Er ist nämlich danach in die Kabine gegangen und hat sich am Schrank noch die Hand gebrochen, weil er so voller Wut diesen Schrank im Düsseldorfer Stadion zerlegt hat. Doch Kloppos Jungs gehen an diesem Abend an ihre Grenzen und darüber hinaus. In Unterzahl kämpfen sie sich über die Verlängerung ins Elfmeterschießen. Es war dann ein jetzt erst recht. Es war insgesamt eine große Emotion in diesem Spiel. Ich weiß, es war eine große Verbissenheit zu spüren vom ersten Moment an. Ich habe das Ganze viel intensiver meiner Meinung nach da erlebt, weil ich natürlich unfassbar Angst hatte, dass ich quasi diesen Pokallauf für meine Mannschaft da mit dieser dummen Aktion verloren hatte. 18 Jahre zuvor hatte der BVB in Auxerre letztmals ein Elfmeterschießen gewonnen. Danach 9-mal in Folge verloren. Ein Mann weniger, durch die ganze Verlängerung. Und dann musst du dir auch das Elfmeterschießen angucken. Ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Und dann musst du auch noch einen Elfmeter wiederholen, weil irgendeiner sich zu früh bewegt hat oder sowas. Also es waren die schlimmsten 100, weiß ich nicht, 30 Minuten, vielleicht 135 Minuten meines Lebens, definitiv. Ja, das glaube ich fest, dass dieses Spiel eine Initialzündung für den Weg nach Berlin war. Die Emotionen, wie es am Ende zustande kam, auch der Zusammenhalt, der spürbar war, auch nach dem Spiel, es war ein richtig guter Geist. Ich meine, dass das auch etwas ist, was Jürgen damals uns gesagt hat, dass genau solche Situationen dafür sorgen, dass man eben noch enger zusammenrückt und dass man dann ganz, ganz große Geschichten schreiben kann. Und wir wissen ja nun, was danach noch alles passiert ist und dass wir tatsächlich den Titel holen können. Und das hätte halt mit dieser einen Situation vorbei sein können. Jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also ich habe Wuttränen gehabt, Freudetränen gehabt. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel geheult an dem Tag. Er hat sich dann revanchiert und hatte dann uns netterweise eingeladen, auch zu McDonald's. Kloppo war Erster, der am Schalter alles bestellt hat. Und wir durften dann alle futtern bis zum Abwinken. Mitten in der Nacht, ich muss kurz vor zwei gewesen sein, und sind wirklich mit der versammelten Truppe, inklusive Jürgen Klopp, zu McDonald's rein und alle durften sich was bestellen. Also das war ja das Mindeste, was ich tun konnte. 5 Monate später haut Borussia Dortmund die Bayern im Endspiel mit 5:2 aus dem Olympiastadion. Das erste Double der Vereinsgeschichte. Möglich gemacht durch ein Schlüsselspiel kurz vor Weihnachten.
Ja, Spiel des Lebens, klar, da erzählen immer alle, wie besonders positiv das alles war. War es ja in meinem Fall auch. Nur für mich individuell vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen irgendwie dann schon. Und das ist halt eine dieser Geschichten, die ich zu erzählen habe, die ich bestimmt auch gerne später irgendwann mal bei einem Glas Rotwein irgendwelchen Leuten erzähle, die es noch nicht gehört haben und es noch hören können, weil das eben was ganz Besonderes war. Ich war bei Malaga nicht auf dem Platz. Ich war gegen Real Madrid bei dem 4-0 oder 4-1 oder was, war nicht auf dem Platz. Ich war auch nicht beim 5-2 gegen die Bayern im Pokalfinale auf dem Platz. Aber auf dem Weg dahin, da hatte ich so diese eine ganz besondere Geschichte. Und mein Spiel des Lebens, zumindest auf jeden Fall mit dem BVB, ist sicherlich das. Und zumindest hat sich der Name Uwe Mojela in dieser Pokalkampagne dann wirklich nochmal ein bisschen manifestiert. Ist ja auch ganz schön.